Geo-Observer Mike Elstermann hat wieder einen interessanten Artikel heute rausgebracht. Da geht es um eine sogenannte Punktdichtekarte. Hat er für Halle selber mal ausprobiert anhand der Einwohnerdaten, wahrscheinlich der einzelnen Stadtgebiete. Und da ich jetzt viele Videos von Sachsen herausgebracht habe und demnächst auch noch kommen, habe ich mir gedacht, mache ich genau dasselbe mal für Sachsen und zeige es euch mal. Also was brauchen wir als erstes? Ich habe hier eine WFS-Link zu den Verwaltungseinheiten, also zu Alkis Verwaltungseinheiten, und die ziehe ich mir erstmal in mein Projekt. Das sind jetzt die ganzen Gemeinden, Landkreise, kreisfreien Städte. Jetzt werden gerade noch die Landkreise und dann zum Schluss wird noch komplett Sachsen als ein Objekt. Ich speichere das jetzt erstmal ab, damit wir nicht auf den Server zugreifen und auch die Daten bearbeiten können. Und kann dann jetzt wieder den Verweis zum Server, kann ich dann wieder jetzt gleich löschen. Also das löschen wir. Dann gehe ich jetzt erstmal in die Attributtabelle. Und wir brauchen eben nur die Gemeinden. Das sortieren wir nach Art. Ich brauche nicht das Bundesland. Und ich brauche auch nicht die Kreise und Regierungsbezirke. Die lösche ich mir gleich mal hier raus. Und jetzt sehen wir hier hinten eben nur noch die Gemeinden. Was brauchen wir als nächstes? Naja, mal eine Angabe zu den, eigentlich eine Excel-Tabelle. Wir versuchen es einfach mal. Excel, Einwohner, Sachsen, hier bestimmt Bevölkerungsstand, Einwohnerzahl. Wir schauen mal, ob das eventuell das Richtige ist. Hier Einwohnerzahl nach Gemeinden als Excel-Arbeitsmappe. So, genau, das sieht schon mal gut aus. Ich speichere die mir jetzt aber erstmal ab. Und dann setze ich mal noch hinter der Schlüsselnummer bei den kreisfreien Städten mal noch drei Nullen. Das erkläre ich euch gleich, warum. Wenn wir das getan haben, nehme ich die Datei und ziehe sie einfach in meinen Leerordner hier rüber. Jetzt hatte ich die Nullen ja rangeschrieben, weil wir brauchen eine eindeutige Verbindung von dem Leer, den wir hier sehen, zur Excel-Tabelle. Also wenn ich jetzt hier draufklicke auf Chemnitz, habe ich hier ein AGS, also eine eindeutige Schlüssel-ID von der Gemeinde. Und die ist immer achtstellig. Deswegen die Nullen noch. Wir verknüpfen jetzt den Leer. Gehen rechte Maustaste, Eigenschaften, Verknüpfung, erstellen eine neue Verknüpfung, wählen den Leer aus, das ist die Excel-Tabelle. In meinem Fall müsste das, also das Verknüpfungsfeld ist, es hat jetzt ein bisschen andere Überschriften, deswegen, oder hat keine Überschriften, deswegen findet er hier keine Überschrift, sondern sagt immer nur hier im Verknüpfungsfeld Feld 1, 2, 3 und so weiter. Aber im ersten Feld ist die eindeutige Schlüssel-ID, also Feld 1. Und vom Layer ist es das AGS. Ich nehme Benutzerpräfix, tue ich das mal hier vorne alles löschen, wähle OK, sage OK. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, erkenne ich eben hier die verknüpften Felder und Feld 6 ist die aktuelle Bewohnerzahl von der Gemeinde. Also Chemnitz hat 248.000 Einwohner zum letzten Stand. So, was brauchen wir als nächstes? Nur die Erweiterung. Da installieren wir mal die Erweiterung. Die hieß .map. Erweiterung installieren. Und jetzt schauen wir mal, wie es funktioniert. Und hier hinten hat er das installiert, eventuell, ach, hier oben ist auch noch .map. Wir wählen es aus. Wir können nur den einen Layer auswählen. Selected in Integer FID. Jetzt hat er keinen Integer, nur die FID. Dann müssen wir uns nochmal die Excel-Tabelle anschauen. Ich will ja diese, da wird er das bestimmt als String erkennen. Wir schauen mal nach, weil ja hier noch mehr in der Spalte F steht. Schauen es mal an. In den Feldern und tatsächlich, ne, das Feld 6 wird als String ausgegeben. Jetzt müssen wir das erstmal in einen Integer-Wert umwandeln. Gehen in den Bearbeitungsmodus vom Layer, wählen den Feldrechner aus und sagen hier EW für Einwohnerzahl. Wir benötigen einen Integer. Wir brauchen das Feld 6. Und hier unten seht ihr es schon, das ist ein einfaches Anführungszeichen vorne und hinten. Das bedeutet, es ist ein String. Deswegen müssen wir jetzt die Funktion, jetzt muss ich mal schauen, wie die heißt, irgendwas mit toInt oder so ähnlich, hier umwandeln. toInt, was soll in einen Integer umgewandelt werden? Also das Feld 6, Klammer zu, und jetzt steht es als richtig als Zahl da. Wählen OK. Jetzt haben wir EW als Integer. Speichern das ab.
Und jetzt so denke ich, müsste die Funktion .map funktionieren. Der Layer ist ausgewählt, selected integer file. Hier sagt er gar nichts jetzt. Ach so, ich habe es erst oben. Genau, jetzt steht EW drin. Er gibt ein Maximum Value und Minimum Value an. Also eine Gemeinde muss, die kleinste Gemeinde muss 347 Einwohner haben. Number of Elements bei Dot. Da wählen wir mal eine 10 aus. Also es wird einfach durch 10 dividiert. Und dann sagen wir einfach mal, okay. Und ich glaube, so wie es aussieht, braucht er jetzt eine Weile. Und jetzt ist eine temporäre Datei erzeugt worden, eine temporäre Punktdatei. Und jetzt sieht man eine ganze Menge Punkte. Und in den Bereichen, wo es ein bisschen heller ist, wohnen ein bisschen weniger Menschen. Damit man das auch mal ein bisschen schöner sieht, tun wir mal einfach jetzt mal die Eigenschaften ändern. Die Symbolisierung tun wir jetzt ändern. Ändern mal nicht von Millimeter, sondern Meter im Kartenmaßstab. Gehen jetzt mal auf 5 und probieren es einfach mal aus, wie es aussieht. Und jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Ich mache es mal noch ein bisschen höher auf 8. Ich denke, das dürfte ausreichen. Wir tun mal noch von den Gemeinden, die nicht ausgefüllt sind. Und jetzt sieht es doch schon ganz toll aus. Also man erkennt, ich zoome mal jetzt ran. Das sind Punkte einfach wahllos gesetzt, also zufällig gesetzt. Und wir können eben hier erkennen, ne, dass im Bereich von Chemnitz die Einwohnerdichte nicht so stark ist wie Dresden und Leipzig am dichtesten besiedelt ist. Dann natürlich der Speckgürtel um Dresden und um Leipzig und bei Chemnitz rum, dass der Bereich hier Zwickau ist eben auch sehr dicht besiedelt. Die dünnsten Besiedlungen hier in Mittelsachsen, hier die Lausitz ist am dünnsten besiedelt. Hier in der Mitte haben wir noch Freiberg, was relativ dicht besiedelt ist. Und so hat man eine schöne Karte. Mal wieder danke an Mike, der den Tipp rausgegeben hat. Abonniert ihn auch auf Twitter. Ich bin auch auf Twitter. Und ich danke euch fürs Zusehen und fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.